Berlin. Im historischen Reichstagsgebäude schlägt das Herz der deutschen Demokratie. Außenansichten, die jeder kennt. Doch wie Politik im Inneren funktioniert, wissen nur wenige. Es sieht vieles leicht aus. Aber hinter der Leichtigkeit der Demokratie steckt verdammt viel Arbeit. Vier junge Abgeordnete zeigen, wie das geht. Arbeit im Auftrag des ganzen Volkes. Vor dessen Augen. Bürger und Politik können sich ganz nahe kommen. Offen, transparent, modern. So zeigt sich der Deutsche Bundestag in Berlin. Die jüngste deutsche Abgeordnete aller Zeiten ist Anna Lührmann, 20 Jahre alt. Der ungewöhnliche Lichthof ist der Lieblingsort der grünen Politikerin aus Hessen. Ich finde das ganz wichtig, dass man wirklich auch hierher kommen kann nach Berlin, dann von oben runter gucken kann auf den Plenarsaal oder auch als Besuchergruppe hier rumgeführt werden kann, direkt hier am Plenarsaal auch während was los ist, damit man einfach einen Eindruck bekommt, was dann eigentlich die Leute da machen, die man gewählt hat. Und also meiner Meinung nach kann das sogar eher noch weitergehen. Also ich finde, da kann es eigentlich, nicht transparent genug sein. Unter der neuen Kuppel des altehrwürdigen Reichstagsgebäudes finden sich modern gestaltete Räume. Der britische Architekt Norman Foster hat den historischen Bau aus dem 19. Jahrhundert im Inneren völlig neu erschaffen. Jeder Raum hat sein ganz eigenes Gesicht. Die stilvolle Bibliothek steht allen Abgeordneten offen. Hierhin zieht sich der jüngste Abgeordnete der FDP-Fraktion gern zurück. Daniel Bahr kommt aus Münster. Mit 26 hat er es nicht nur zum Bundesvorsitzenden der Jungliberalen gebracht, er ist auch Mitglied im FDP-Bundesvorstand. Der gelernte Bankkaufmann hat Volkswirtschaft studiert. In der Politik will er vor allem eins: eingreifen. Mein Motto ist das von Dante. Er sagt, der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt sie an und handelt. Und soll so ein bisschen zum Ausdruck bringen, dass man Umstände hinnehmen kann, die einem nicht gefallen, aber man kann auch dazu beitragen, dass sie sich ändern. Nur dafür braucht man Eigeninitiative, dafür braucht man Mut und dafür braucht man Tatendrang. Die Mythen Sowjetrusslands sind das Thema eines russischen Kunstwerks im Clubraum des Reichstagsgebäudes. Gemalt mit feiner Ironie, ganz nach dem Geschmack von Carsten Schneider aus Erfurt. Der ehemalige Redakteur der Zeitung Morgenrot ist Abgeordneter der SPD-Fraktion. Die Wiedervereinigung machte es möglich, dass Schneider 1998 als damals jüngster Abgeordneter in den gesamtdeutschen Bundestag einzog. Der mittlerweile geschätzte SPD-Haushaltsexperte entwickelte seine Neigung zum Sparen schon als Kind im Sozialismus. Der rote Clubraum weckt Erinnerungen. Ich persönlich mag sehr russische Literatur und habe ja Russisch gelernt und dann mit Rot, und das passt alles so zusammen, dass ich mich hier, wenn ich mich vom Plenum ein bisschen zurückziehen will, in einer ganz anderen Welt fühle und entspannen und abschalten kann. Und deswegen bin ich gern hier. Gleich nebenan der Andachtsraum des Deutschen Bundestages. Ein Ort mit mystischer Aura. Dorothee Mantel, CSU-Politikerin aus dem fränkischen Ebelsbach, führt alle ihre Besucher hierher. Und es kommen viele aus ihrem Wahlkreis nach Berlin, weil sie den Basiskontakt zu ihrer Heimat besonders pflegt. Weil der Raum für Abgeordnete aller Religionen da ist, soll das Altarkreuz eigentlich unauffällig liegen. Aber Besucher stellen es immer wieder auf. Dorothee Mantel, die moderne Frau, die in den USA zur Schule ging, in München Politik studierte, liebt diesen Ort der Besinnung. Ja, es ist so quasi der einzig stille Raum, den wir hier haben. Überall ist geschäftiges Treiben. Und wenn man hier reinkommt, dann ist man quasi wie in einer anderen Welt. Es ist ganz ruhig, es ist auch ein bisschen dunkler und es ist eigentlich ein sehr angenehmer Raum. Dorothee Mantel, Carsten Schneider, Daniel Bahr und Anna Lührmann. Vier junge Abgeordnete aus vier Fraktionen. Ihr Arbeitsplatz
der Deutsche Bundestag. Regierung und Parlament arbeiten in der deutschen Hauptstadt auf engstem Raum zusammen. Die Gebäude bilden das sogenannte Band des Bundes, das die ehemals geteilte Stadt städtebaulich vereint, überragt von der Kuppel des Reichstagsgebäudes, dem Sitz des deutschen Parlaments. Hier im Plenarsaal wählen die Abgeordneten den Bundeskanzler, kontrollieren die Regierung, legen den Staatshaushalt fest, beschließen Gesetze. Hier im Deutschen Bundestag werden alle wichtigen Dinge der Gesellschaft debattiert und entschieden. Dies ist das kostbarste Gremium unserer Demokratie. Das muss man wissen. Es hat nicht der Unterhaltung zu dienen, sondern die politische Arbeit, die Debatte, die Suche nach den richtigen Lösungen, die quälenden Überlegungen vor einer Entscheidung. Das alles hat einen eigenen Ernst und eine eigene Würde. Montagmorgen im Berliner Parlamentsviertel. Eine parlamentarische Sitzungswoche beginnt. Die Abgeordneten kehren aus ihren Wahlkreisen zurück nach Berlin. Regierung und Opposition stehen hektische Tage bevor. Eine endlose Folge von Terminen, Sitzungen, Plenardebatten. Politikgestaltung, das ist vor allem eins: harte, oft kleinteilige Arbeit im Dienst einer besseren Zukunft. Anna Lührmann, die grüne Abgeordnete aus Hessen, wohnt inzwischen in Berlin, wo sie nebenbei noch studiert. Mit gerade 20 Jahren ist sie schon Politprofi mit einem Büro unter den Linden. Vor ihr liegt eine ganz normale Woche im Parlament. Eine super stressige Woche, also es ist ja die erste Sitzungswoche. Und ich habe heute meinen Kalender mal geguckt und es waren irgendwie 7 Einträge drin. Und morgen sieht es nicht viel anders aus, also es wird schon anstrengend. Aber ich freue mich auch drauf. Politik am Montag. Also für mich ist am Montag schon ziemlich wichtig, weil da treffe ich mich dann eben in meinem Büro, auch um die Bürobesprechung zu machen, kriege mit, was abgelaufen ist, als ich nicht da war, was für neue Sachen anliegen, bereite eben die Woche vor, gucken wir meistens auch, ob ich eine Rede halten werde und dann eben die Arbeitsgruppensitzung und dann auch noch viele andere Treffen mit anderen Abgeordneten der Grünen, um zu diskutieren, was es so für neue Entwicklungen gibt. Hat er gesagt? Echt? Krass. Der Ton ist locker in Anna Lührmanns Team. Das ist überwiegend weiblich, jung und hochmotiviert, wie sie selbst. Zeit für die Routinebesprechung. Dann fangen wir jetzt mal chronologisch an. Mit den jungen Abgeordneten kam auch mehr Farbe in die Welt der grauen Anzüge. Anna Lührmann, die Grüne, setzt auf die Farbe Blau, die Farbe Europas. Dafür tritt sie politisch ein. Brüssel, das ist für Anna Lührmann schon ganz nah. Noch näher, nämlich genau eine Etage entfernt, liegt das Büro ihres jungen FDP-Kollegen Daniel Bahr. Ich glaube, wir jungen Abgeordneten haben eine größere Nähe als unsere älteren Kollegen über die Parteigrenzen hinweg. Die Probleme als junger Abgeordneter hat man in jeder Fraktion nahezu gleich. Immer muss man sich erstmal behaupten, muss man dafür kämpfen, dass man einen Einflussbereich kriegt, wo man auch was gestalten kann. Und deswegen sind die Erfahrungen insofern im Austausch auch ganz sinnvoll, dass die Anna Lührmann mir erzählt, wo sie gerade sich geärgert hat in ihrer Fraktion und ich erzähle, wo ich mich gerade geärgert habe. Die an der Macht hier im Bundestag sitzen, sind ja überwiegend die 50-Jährigen und aufwärts. Und wir Jungen, wir haben noch eine längere Zeit. Wir wollen noch mehr gestalten oder sehen in der Perspektive noch die Jahre über 2010 und weiter hinaus. Daniel Bahr, der schon auf dem Schulsportplatz immer etwas schneller lief als die anderen, will auch als Berufspolitiker keine Zeit verlieren. 15-Stunden-Tage im Büro sind keine Seltenheit. So arbeiten Politiker der Gelben und der Grünen Bundestagsfraktion einträchtig nebeneinander her. Vereint in einem modernen Bürogebäude, in dem sogar die Hofgestaltung dazu passende Farbakzente setzt. Ja.
Am Montag und Dienstag bleiben die Fraktionen unter sich. In Arbeitsgruppen und Arbeitskreisen wird die fachliche Arbeit geleistet, wird die politische Linie diskutiert und festgelegt, welche konkreten inhaltlichen Ziele die Fraktion später in den Ausschüssen und im Plenum durchzusetzen versucht, wie in diesem Expertenkreis der Grünen für internationale Politik und Menschenrechte. In jeder Fraktion gibt es eine Vielzahl solcher Arbeitskreise und Arbeitsgruppen. Abgeordnete sind meistens in mehreren AGs oder AKs aktiv. Und je kleiner die Fraktion, desto breiter das Arbeitsspektrum des Einzelnen. Der Montag im Parlamentsviertel ist keineswegs ein blauer Montag. Nur ist die Arbeit in den Büros und den Arbeitsgruppen für die Medien nicht zugänglich und deshalb auch wenig bekannt. Dennoch, bis in die Nacht hinein wird die politische Arbeit der nächsten Tage vorbereitet. Die Post kommt. Angeliefert wird sie im Untergeschoss, denn die Gebäude des Bundestags sind unterirdisch miteinander verbunden. Von hier aus werden Briefe und Pakete in alle Bundestagsbüros verteilt. Auch im Jakob-Kaiser-Haus, einem der neuen Bürogebäude für Abgeordnete. Hier arbeitet Dorothee Mantel von der CDU-CSU-Fraktion. Die Jungpolitikerin hat sich schon als Kind für Politik interessiert, ist mit 14 in die Junge Union eingetreten, mit 16 in die CSU. Also wir haben beim Mittagessen immer viel über Politik gesprochen. Meinen Eltern war die Werteerziehung immer sehr wichtig und wurde immer sehr viel politisch diskutiert. Mein Vater und mein Opa, die waren auch in unserem Ort beide Bürgermeister. Frau Schiller? Ja, kommen Sie mal bitte. Also mir ist es zum einen sehr wichtig, dass man wieder ein positiveres Verständnis für Politik hat, allgemein in Deutschland. Also dass nicht jeder Politiker ein Böser ist, sondern wir sind wirklich zum Wohle des Bürgers da. Ja, das ist alles mit bei, genau. Ich weiß jetzt nicht, diesen Entwurf nehmen Sie den mit? Man sieht sich. Anders als Anna Lührmann oder Daniel Bahr hält Dorothee Mantel an traditionellen Umgangsformen fest. Zum heutigen Zeitpunkt, genau. Ich probier's. Gut, danke schön. Wie immer ist der Tag schon am Morgen bis in die Abendstunden hinein verplant. Nach der täglichen Frühbesprechung geht es sofort zum ersten Termin. Zu Fuß, denn im Parlamentsviertel sind die Wege kurz. Das Dirndl trägt Dorothee Mantel übrigens nicht immer. Das braucht sie heute Abend für einen ganz bestimmten Zweck. Bis dahin, so fürchtet sie, bleibt nicht einmal Zeit zum Umziehen. Wenn sie damals schon im Parlament gewesen wäre, hätte Dorothee Mantel auch für den Umzug nach Berlin gestimmt, weil hier das Leben pulsiert. Und es ist halt auch eine schöne Abwechslung für jemanden, der in einem Wahlkreis arbeitet, der wirklich total auf dem Land ist. Und dann ganz andere Menschen, ganz andere Bürger, tief im Süden, tief in Franken. Und dann diese Metropole und die einzige, die wir haben in Deutschland. Dorothee Mantel wird erwartet im Paul-Löbe-Haus, einem weiteren neuen Bürogebäude im Parlamentsviertel. Hier trifft sie eine Besuchergruppe aus ihrer Heimat. Und eins möchte ich natürlich trotzdem nicht versäumen, auch wenn du gesagt hast, man muss mir nicht vorstellen, das stimmt nicht, weil man überschätzt nämlich immer seine Bekanntheit, die ist nämlich gar nicht so groß, wie man immer denkt. Also für alle, die mich nicht kennen, Dorothee Mantel aus Ebelsbach. Doch die meisten Besucher kennen Dorothee Mantel persönlich. In aller Offenheit spricht sie über Möglichkeiten und Grenzen ihrer politischen Arbeit. Und weil die Zeit knapp ist, wird der Termin auch als Medientermin genutzt. Ein Kamerateam der ARD ist ihr auf den Fersen. Ein Fußgängertunnel verbindet das Paul-Löbe-Haus mit dem Reichstagsgebäude. Positive Signale setzen, das hat Dorothee Mantel im Umgang mit der Presse gelernt. Früher schrieb sie selbst für die Berliner Boulevardzeitung BZ. Daher weiß sie, wie sie die Medien für sich nutzen kann. Die Journalisten interessieren sich zurzeit besonders für die jungen Abgeordneten im Parlament, denn deren Gruppe ist größer als je zuvor. Wie fühlt sich die junge CSU-Politikerin in der Opposition?
Also ich fühle mich nicht mächtig, manchmal eher ohnmächtig, dass man nichts richtig bewegen kann in der Opposition. Mir geht es manchmal durch die Medien alles ein bisschen zu schnell. Man hat gar nicht die Möglichkeit, oft Luft zu holen, mal nachzudenken, mal auch eine Sache liegen zu lassen, mal durchzudiskutieren. Weil wenn ich sie nicht als Erster bringe, brauche ich es gar nicht mehr bringen. Es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Beide, habe ich manchmal den Eindruck, verabscheuen sich gegenseitig, aber hängen suchtmäßig trotzdem wahnsinnig aneinander. Mediales Massenaufgebot am Dienstagnachmittag. Der erste Pflichttermin der Sitzungswoche für alle Parlamentsjournalisten, die Fraktionssitzungen der im Bundestag vertretenen Parteien. Vorher und nachher gelingt manchmal ein Interview. Und es sind sogenannte Auftaktbilder erlaubt. Hände schütteln, prominente Köpfe, mehr gibt es nicht. Dann wollen die Fraktionen unter sich sein. Die Sitzungen selbst sind für Journalisten tabu. Das war's. Den Forum müssen Sie auch verlassen jetzt. Eine Fraktionssitzung der Grünen in einem der vier Reichstagstürme. Fraktionssitzungen sind geradezu heilig. Hier werden die Ergebnisse der Arbeitsgruppen diskutiert, die Ausschuss- und Plenarsitzungen vorbereitet. Wer soll im Plenum reden? Was soll wie durchgesetzt werden? Hier wird die Fraktionslinie festgelegt. Hier profiliert man sich. Anna Lührmann, die Jüngste, wurde zunächst mit Samthandschuhen angefasst. Sie fühlte sich wie in einer Pufferzone, aber nicht lange. Als sie dann irgendwann gemerkt haben, dass ich ja doch irgendwie ganz normale Forderungen vertrete, ganz normale Reden halte, da war das auch schon vorbei mit der Schonzeit. Und da habe ich auch schon teilweise herbe Kritik einstecken müssen, was ja ganz normal ist in der Politik. Und da kann ich auch mit umgehen. Und so fühle ich mich auch wohler, dass ich wirklich ernst genommen werde als Abgeordnete. Und ich eben belächelt werde als Junge. Der Druck ist groß. Von außen und von innen. Das professionelle Politikgeschäft, eine Herausforderung für die 20-Jährige. Reden, debattieren, reisen, dazu noch das Studium. Doch bei allem Stress versucht sie, sie selbst zu bleiben, ihre politischen Ziele nicht aus den Augen zu verlieren. Europäisch denken, umweltbewusst handeln, festhalten an den großen Visionen. Es ist 18 Uhr, Bayern in Berlin, Oktoberfest. Der Grund für das Dirndl, das Dorothee Mantel nun seit mehr als 10 Stunden wacker trägt. Sich hier zu zeigen, gehört zum guten Ton. Die allabendlichen gesellschaftlichen Ereignisse sind aus dem politischen Leben in Berlin nicht mehr wegzudenken, bieten sie doch zusätzliche Chancen für die politischen Kontakte und auch ein bisschen Vergnügen. Blieben am Montag und Dienstag die Fraktionen noch unter sich, werden sie heute erstmals aufeinandertreffen. Im Paul-Löbe-Haus tagen die Ausschüsse, in denen Experten der Fraktionen hart um Kompromisse ringen. Rund 270 Abgeordnete haben hier ihre Büros. Auch Carsten Schneider, der Haushaltsexperte der SPD. Danke. Eine glasüberdachte Halle, Brücken, offene Galerien, Transparenz, wohin man schaut. Der Geist des Parlamentsviertels ist hier Architektur geworden. Also ich war erst sehr skeptisch, als ich die Gebäude gesehen habe, gerade hier das Paul-Löbe-Haus, dann auch die relativ kleinen Büros im Vergleich zu dem großen umbauten Raum, den wir hier in der Mitte haben, wo eigentlich nichts ist, außer Luft. Aber wenn ich dann so ins Büro schlendere und sehe dann diese Leichtigkeit auch, das motiviert und gibt auch so ein bisschen ein Gefühl von Transparenz, dass ich sagen kann, selten hat ein Gebäude so auf mich gewirkt.
Ein lichtdurchflutetes Haus für die Ausschüsse, die ein Kern parlamentarischer Entscheidungsfindung sind. Carsten Schneider ist für die SPD Mitglied im Haushaltsausschuss. Ein harter Job? Nein, also gerade in Zeiten von knappen Kassen ist Haushaltspolitik unheimlich spannend und interessant, weil es dann um die Neuorientierung auf den Prioritäten geht. Also einfach auch alte Zöpfe abzuschneiden. Diese Möglichkeiten hat man nur, wenn das Geld knapp ist. In 21 solcher ständigen Ausschüsse beraten Fachleute der verschiedenen Fraktionen Berichte und Gesetzesvorlagen, bereiten Gesetzentwürfe vor. Bei Bedarf werden auch Experten angehört. Zusätzlich können auf Antrag von einem Viertel der Abgeordneten Untersuchungsausschüsse eingesetzt werden. Politik muss Dinge in Bewegung setzen, Verbindungen schaffen und das immer unter Zeitdruck. In den Ausschüssen im Paul-Löbe-Haus wird mittwochs stundenlang getagt. Im Reichstagsgebäude nebenan finden zeitgleich die Aktuelle Stunde und die Regierungsbefragung statt. Vertreter der Bundesregierung stellen sich unbequemen Fragen. Daniel Bahr interessieren die Beraterverträge im Gesundheitsbereich. Erlaubt sind 2 vorher schriftlich eingereichte Anfragen. Die Antworten sind vorbereitet und nicht immer ganz befriedigend. Die Regierungsbefragung findet öffentlich statt. Dazwischen Termine, Telefonate, Reden schreiben. Politik kann ziemlich aufreibend sein. In der Tat ist man schnell so ein bisschen wie der Hamster am Hamsterrad. Weil man glaubt, läuft noch nicht schnell genug, läuft man immer schneller. Aber man kommt eigentlich nicht unbedingt voran. Und da muss man aufpassen, das ist schon richtig. Das muss ich mir auch selbst vornehmen. Und manchmal verliert man auch so den Überblick für das Ganze und ist nur noch fokussiert, nächster Termin, ohne nochmal den Himmel zu sehen. Und das ist ein Punkt, wo man sich dann auch mal selbst reflektieren muss und sagen, jetzt ist Schluss, mache ich keine Termine mehr, es geht auch mal ohne. Reflexionen, wie man sie im Deutschen Bundestag an der Spree häufiger hört. Die Abgeordneten zeigen eine erstaunliche Bereitschaft zur Offenheit und Selbstkritik. Vielleicht hat das ja auch mit der gläsernen Architektur zu tun. Im Paul-Löbe-Haus ist links und rechts der großen Halle Platz für rund 1000 Büros. In einem davon hat sich Carsten Schneider eingerichtet, unter den Augen des großen Visionärs Josef Beuys. Also meine Intention, letztendlich in die Politik zu gehen, war so aus einer Frustration heraus. Ich habe 1994 das erste Mal gewählt, damals Rudolf Scharping, und dann ist es doch wieder Helmut Kohl geworden. Das hat mich irgendwie nicht befriedigt. Und ich habe mich dann entschieden, also da mische ich mich stärker ein und habe dann gemerkt, wie viel man persönlich, vor allen Dingen vor Ort in Erfurt, verändern kann. Obwohl da 200.000 Menschen wohnen, sind vielleicht 300 politisch aktiv. Und dann einer von diesen 300 zu sein, der dann auch tatsächlich beeinflussen kann, sehr stark, das war mein Grund zu sagen, ich mache da mit. Einmal pro Sitzungswoche geht es abends raus zum Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion am Prenzlauer Berg. Zum Training mit dem FC Bundestag. Natürlich auch eine gesamtdeutsche Mannschaft. Carsten Schneider mag das Mannschaftsspiel in Sport und Politik. Und er hat selbst am Abend noch Kraftreserven. Plenumstag. Frühmorgens um 7 wird der Plenarsaal gewienert, der wichtigste Ort im Deutschen Bundestag. Stühle und Tische müssen blitzen, erst dann wird aufgeschlossen. Die Abgeordneten können kommen. Ja, genau.
Ab 9 Uhr morgens werden donnerstags im Plenarsaal besonders wichtige Themen von allgemeinem Interesse debattiert. Jeder Redner hat eine festgelegte Redezeit. Höchste Konzentration auch bei den Zuhörern, den Abgeordneten von Regierung und Opposition. Die Anspannung ist spürbar. Auch auf der Rednerliste Carsten Schneider, SPD. Wir hatten die Rede heute Vormittag erst gemacht, also es war sehr kurz. Mehr zur Sicherheit, um, falls man Blackout hat, auch wirklich noch was sagen kann, indem man es eben nur abliest. Und die meisten Dinge sollte man eigentlich im Kopf haben. Ja, und dann geht man die Punkte halt, wenn man da im Plenum sitzt, nochmal durch, versucht sich das zu verinnerlichen. Ein paar Punkte auch anzusprechen, was die Opposition aufgeworfen hat, und dann dem einfach schon was entgegenzuhalten. Nächster Redner ist der Kollege Carsten Schneider, SPD-Fraktion. Dann ist eigentlich wie so ein schwarzes Loch, kurz bevor man dann vorgeht. Also dann ist nicht mehr viel, sondern also noch, ja, und dann steht man da. Also Frau Flach, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Frau Flach, den Vergleich mit Herrn Rüttgers, den muss ich ganz scharf für meine Fraktion von mir weisen. Sowohl natürlich, was das Aussehen betrifft, als vor allen Dingen, was die inhaltlichen Punkte betrifft. Und vor allen Dingen auch die inhaltlichen Punkte, die Sie zum Schluss gesagt haben. Machen Sie es bitte bewusst. Eine professionelle, eine schlagfertige Rede. Von der Anspannung davor bekommen die Zuschauer auf den Besuchertribünen nichts mit, auch wenn sie ganz nah dran sein dürfen. Die Bürger betrachten die von ihnen gewählten politischen Vertreter oft kritisch. Ewiges Reizthema, die Höhe der Diäten, also das Abgeordnetengehalt. Ich verdiene 7.086 Euro, glaube ich, also etwas über 7.000 Euro. Und dann kriege ich nochmal eine Aufwandsentschädigung für Zweitwohnsitz und solche Sachen. Es ist nun mal so, es wird nun mal von den Abgeordneten selber festgelegt. Das ist, glaube ich, der größte Stein des Anstoßes. Und das müsste meines Erachtens auch nicht unbedingt sein. Das ist jetzt meine persönliche Meinung. Mit Kritik müssen Abgeordnete leben. Ich speichere nicht mal nach Namen, wen wir geschrieben haben. Nur nicht nach Daniel Bahr öffnet seinen Postordner für uns. Wegen den, manchmal kann man das auch jetzt nicht gut lesen, also wegen den Generationen täte ich, wenn ich Jungpolitiker wäre, die Schnauze halten. Welche Leistung können Sie schon vorweisen? Und jetzt den großen Macker raushängen, sogar das Gehalt und Diäten vom Steuerzahler kassieren und keinen Cent zur Rentenkasse. Und noch zur Eigenvorsorge zu leisten, dieser überlassen Sie alles den Arbeitnehmern und Angestellten und dann motzen. Pfui Teufel. Kommen Sie, so wie Ihre Gleichgesinnten, runter vom hohen Ross. Ihre Generation soll mal aufhören, den Rentnern zu mobben, die den Wohlstand erschaffen. Das ist halt ein bisschen traurig bei dem wichtigen Thema, dass natürlich die Aggressivität manchmal hoch ist. Dabei habe ich in dem Interview meines Erachtens keinen Angriff, keinen Generationenkrieg gemacht, sondern ich habe nur gesagt, dass die Lasten, die jetzt nun kommen, fair verteilt werden müssen zwischen den Generationen. Wir sind die Gebergeneration, ihr die Nehmergeneration. Das ist Fakt, Sie Idiot. Ja. Mitten im Parlamentsviertel, gegenüber vom Paul-Löbe-Haus, der sogenannte Bundespressestrand. Ein ungewöhnlicher Sommertreffpunkt für Politiker, Journalisten und ganz normale Menschen. Und heute Bühne für Daniel Bahr. Also ich freue mich auf einen schönen Abend, freue mich, dass Sie alle gekommen sind und freue mich nun auf angenehme Gespräche. Schönen Abend euch allen. Herzlichen Dank. Während im Reichstagsgebäude noch das Plenum tagt, nutzt Bahr den Bundespressestrand für das Sommerfest der Jungliberalen, zu dem auch die Altstars der Partei geladen sind. Aber selbst an dem Abend wird natürlich gearbeitet. Im Büro sitzen welche, die vielleicht wieder was für den nächsten Morgen vorbereiten.
Ich nutze an solchen Abenden natürlich auch die Gelegenheit, mit dem einen oder anderen Kollegen mal in Ruhe was zu besprechen oder mit dem einen oder anderen Gast Kontakt zu pflegen oder erst zu knüpfen. Je später der Abend, desto bunter die Gästeschar. Dorothee Mantel, heute ohne Dirndl, kommt auch zur FDP-Party. Die Kontakte zwischen den jungen Abgeordneten funktionieren über die Parteigrenzen hinweg. Ein öffentliches Strandcafé mit Blick auf Bundesbauten und Reichstagskuppel, das gibt es in keinem anderen Parlamentsviertel der Welt. In der deutschen Hauptstadt kommen sich Politik und Leben ganz nah, nicht nur an diesem Donnerstagabend. Der letzte Tag der Sitzungswoche bricht an. Noch einmal eilen die Abgeordneten ins Parlament, noch einmal stehen wichtige politische Entscheidungen an, heute eine namentliche Abstimmung. In der Westlobby außerhalb des Plenarsaals liegen die Stimmkarten bereit. Eine für jeden der 603 Abgeordneten des Deutschen Bundestages. Namentliche Abstimmungen sind begehrte Medientermine, weil es sich dabei immer um wichtige Entscheidungen handelt. Außerdem können die Journalisten die Abgeordneten bestens beobachten, zumindest hier an den Stimmkartenfächern. Verrät vielleicht schon der Gesichtsausdruck, wie sie sich entscheiden werden? Abstimmungen gehören zu den spannendsten Momenten der Sitzungswoche, für Politiker wie für Journalisten. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Die Fraktionen der SPD und Bündnis 90 Die Grünen verlangen namentliche Abstimmung. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Bei Abstimmungen bemühen sich alle Abgeordneten, da zu sein. Kein anderer Termin könnte wichtiger sein. Neben namentlichen Abstimmungen wie dieser gibt es im Deutschen Bundestag auch einfache Abstimmungen per Handzeichen oder geheime Abstimmungen. Auch die Besucher stimmen ab mit den Füßen für ihr Parlament. Seit dem Umzug nach Berlin im Jahre 1999 haben über 10 Millionen Menschen den Deutschen Bundestag besichtigt. Das neue, für alle offene Parlamentsviertel in der historischen Mitte Berlins wurde zur größten Besucherattraktion der Republik. Es ist halt einfach unsere deutsche Hauptstadt. Und es ist die Stadt, die vorher geteilt war. Und ich glaube, es gibt keine Stadt, die geschichtsträchtiger ist, die mehr besonders ist als Berlin. Und deswegen finde ich es auch eine große Ehre, im ehemaligen Reichstagsgebäude sitzen zu dürfen. Man atmet quasi den ganzen Tag Geschichte. Wenn ich abends vorbeifahre und er ist erleuchtet, dann denke ich mir immer, ja, das ist der schönste Arbeitsplatz der Welt. Und also ich liebe das einfach wirklich, hier zu arbeiten. Freitagnachmittag. Die Sitzungswoche ist zu Ende, eine von 21 im Jahr. Die Abgeordneten fahren zurück in ihre Wahlkreise. Auf Wiedersehen. Dort warten weitere Termine auf sie. Die Arbeit im Auftrag des Volkes geht auch am Wochenende weiter, auch wenn der Plenarsaal nun für ein paar Tage verwaist bleibt. Das Reichstagsgebäude steht den Menschen immer offen. Sie können hier hautnah miterleben, wie viel Mühe hinter jeder politischen Entscheidung steckt. Denn vieles sieht leichter aus, als es ist. Mit der Politik ist es wie mit dem Leben. Erst in der Zukunft weiß man, ob man heute richtig entschieden hat. Aber das ist unsere Aufgabe und unsere Herausforderung.